wenn der Patient zu uns kommt, gehen wir in die Tiefe und versuchen zu ergründen, seit wann der Patient das Übergewicht hat, zu welchen Zeitpunkten es zu einer Gewichtszunahme gekommen ist. Wir versuchen zu besprechen, wie das Essverhalten ist und die Bewegung im Alltag. Wir müssen schauen, wie hoch das Übergewicht ist. Wir klassifizieren ja die Patienten mit Adipositas anhand des BMI-Wertes. Der BMI-Wert setzt das Körpergewicht in Verhältnis mit der Körpergröße. Und ab einem BMI-Wert von über 30 sprechen wir von einer Adipositas Grad 1. Ab einem BMI-Wert über 35 von einer Adipositas Grad 2. Und ab einem BMI-Wert über 40 von einer Adipositas Grad 3. Das heißt, der BMI wird bestimmt. Und wir messen den Taillenumfang, um Aufschluss zu bekommen über das sogenannte viszerale Fettgewebe, welches mit einer erhöhten kardiovaskulären Mortalität und Morbidität assoziiert ist. Die Therapiemöglichkeiten im Bereich der Adipositas sind vielfältig. Grundlage sollte immer eine multimodale, konservative Therapie sein, bestehend aus Ernährungsberatung und Bewegungstherapie, gegebenenfalls auch mit einer Verhaltenstherapie. Wenn dies nicht ausreicht, kann man supportiv über Medikamente nachdenken. Hierbei haben wir aktuell sichere und wirksame Medikamente, die wir zur Gewichtsreduktion einsetzen können. Zu beachten ist hierbei, dass die Medikamente aber nicht von den Krankenkassen momentan übernommen werden. Bei Patienten mit schwergradiger Adipositas und Begleiterkrankungen kommen auch operative Maßnahmen in Betracht, wenn wir mit Lebensstilveränderungen keine Gewichtsreduktion erreichen können. Hierbei sprechen wir von der Magen-Bypass-Operation oder dem Schlauchmagen. Mit all diesen Therapiemöglichkeiten können wir prozentual Gewichtsreduktionen zwischen 5 bis 30% des Körpergewichtes erreichen.